Die Lindenauer Werft scheint gerettet zu sein. Inwiefern? Was ist das Konzept, wonach sie gerettet werden kann? Also zunächst haben wir einen Erwerber, der in einem ähnlichen Bereich tätig ist mit Nobiskrug. Ich glaube, das ist eine gute Botschaft. Die sind ja auch auf dem anderen Ufer der Förde bereits unternehmerisch dabei. Und insofern stelle ich mir schon vor, dass das noch einmal eine Belebung des Standortes Kiel darstellt. Was bedeutet das konkret nochmal für den Werftenstandort Kiel? Es sind 40 Mitarbeiter, glaube ich, die noch dort arbeiten. Da wird man jetzt die Konzepte abwarten müssen, die Nobiskrug vorlegt. Das, was wir wissen, wir haben das ja hinter den Kulissen begleitet, dass man den Standort von Abu Dhabi Mar auf der anderen Seite der Förde mit dem Lindenau-Gelände für Werfttätigkeiten verbinden möchte. Und damit wird natürlich auch Beschäftigung für ehemalige Mitarbeiter der Lindenau-Werft geschaffen. Gehen Sie davon aus, dass das dann auch mehr wieder werden? Das werden wir sehen. Wir hoffen natürlich darauf, weil ich glaube, da sehr viel Kompetenz vorhanden ist, um das umzusetzen. Insgesamt ist natürlich der Bereich des Schiffsbaus im Moment kein einfacher Markt, aber wir haben hier jetzt ein starkes, auch kapitalintensives Unternehmen und ich hoffe, dass es damit vorangeht. Was soll da künftig gebaut werden? Das wird sich hauptsächlich an den Kompetenzen von Nobiskrug orientieren, die ja auch gerade im Spezialjachten-, Großjachtenbereich unterwegs sind. Aber deswegen brauchen sie eben die Kompetenz von gut ausgebildeten Schiffbauern und das war gerade auf der Lindenau-Werft immer besonders ausgeprägt.